Weil ich ja mal angefangen habe. Hey, ist immer noch falsch. Der Manuel. Also es ist zumindest keine Rotation. Muss man fairerweise sagen. Ich weiß nicht, ob das so fair ist gerade. Was? Boah, ich mit mich das? Und ich mit Claire und Baloo. Zwecki, lass uns doch einfach joinen. Das funktioniert doch nicht. Doch, oh, hat doch geklappt. Auch. Guck mal. So, ja, Louis, hat Katze. Doch geklappt nach 40 Jahren. Aber es hat geklappt, also Maul. Du gehst jetzt da runter. Alle anderen haben hier schon im Team gedenkt. Mann, keine Worte. Also es waren Worte. So, jetzt das rauchen wir die Bude hier. Erst, das ist kein Problem. Ich channel kurz mein inneres Ballon. Und dann machen wir das. Ey, Tessa, hast das gut gemacht. Tessa, danke. Tessa waren Banger-Begriffe. Danke, ihr seid auch der Banger. Achso, die Begriffe meintest du. So, dann gewinnen wir jetzt. Aber Tessa, hast du jetzt eigentlich selber das Maggie angeschrieben? Hallo, schalt dein Gehirn ab. Also mit Katze. Also ich gehe jetzt mindestens von einem 9er-Begriff von Baloui aus, sonst Lacher. 9er-Begriff, das funktioniert. Du musst dir überlegen, der Säure hat halt und Pest, ne? Der muss es ja erstmal als Altaramäisch, also seine Muttersprache übersetzen. Danach evaluieren, welche Wörter da wirklich in der heutigen Sprache zu passen und dann das richtige Wort. Rot und Schwarz ist eine Frechheit. Sind aber schöne Begriffe bei. Ja, Blech zum Beispiel. Ja, Blech habe ich auch zuerst gesehen. Hm, Blech ist ja aber auch... Das ist, Blech ist ja für alles möglich. Blech wäre für mich so in einem Comic, wenn jemand so bläh machen müsste, wäre bläh. Robert, danke dir für den Dreier-Streak. Aber auch zum Bezahlen, aber auch zum Kochen, aber auch zum jemanden hauen, aber auch zum gruselige Soundeffekte machen. Dieses ne? Also, kennt ihr. Genau, das meine ich. Gewitter. Ja, der ist ja schon wieder voll weit weg. Lametta! Also Blolli, die Geheimdienstchefs dürfen sich übrigens schreiben. Schreib mal Smaggy bitte gutes Wort. Einfach als Meme, der weiß, was es bedeutet. Verwirr jetzt hier nicht unseren Geheimdienstchef. Als ob wir Smaggy noch weiter verwirren könnten. Der ist momentan schon mit der Zufuhr von Sauerstoff ins Hirn überfordert. Ich bitte dich. So, hörst du das, wie er über dich redet, Smaggy? Würde ich gleich erstmal ein Einserwort machen als Strafe. Ja. Weiß ich auch nicht. Finde ich auch nicht gut. Jetzt fährt mir Terste auch noch in den Rücken. Mein eigener Team. Also wir sind in einem Team. Wann machen wir die nächste Win-Challenge? Morgen. Samstag. Ihr müsst mal competitive Win-Challenges gegen richtige Killer machen. Da muss ich zum Umzug. Du ziehst um? Nee, der geht zu Hause. Karnevalsumzug ist der. Karnevalsumzug. Wohnung. Toaster. Das ist kein Problem, ich will für Terste kein Sessel, Problem. Verlag, Heizung, Blech, Tresor und Buch. Lametta. Ja, stimmt. Ich wette, du hast kein Buch bei dir in der Wohnung. Ich glaube, wir nehmen das mal wieder weg. Der denkt aber auch, dass ein Buchhalter jemand ist, der wirklich Sachen für dich aufbewahrt. Ich denke, Heizung und Sessel sind safe. Die können wir jetzt schon anklicken, da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Weil meine Wörter sind so kacke. Welche Utensilien in einer Wohnung denkt er? So ein Toaster hat doch jeder, nicht jeder hat ein Buch. Ja, ich glaube vor allem nicht Tresor. Ich glaube, mehr Leute haben ein Buch als ein Toaster, oder? Ja, würde ich auch sagen. Du würdest sagen, mehr Leute, ja, Buch, ja, aber Tresor? Hä? Schon. Ja, Tresor aber Toaster auch, gehört aber zur Grundausstattung. Oh, ja, aber wenn du einen Toaster kaufst, ist da auch ein Bedienungsheft dabei, was ein Buch ist. Das stimmt. Auch wenn es kein aber Heft er, also, ist. Aber Buch lange. Kannst ja, also Toaster gibt es ja nur in der Wohnung. So, also Toaster ist auch schon gut. Eine Toaster gibt es auch in Großküchen. Toaster. Die in der Wohnung sind. Ja, nee. Ja, Louis und die ich sind in einem Geschäftsraum. Oh, wie heißen so, diese Herz? Also das ist garantiert nicht. Wie heißen die? Sind das Herzlebkuchen oder wie das heißt? Ah, guck mal. Ja, ist das Verlag noch offen? Okay, dann haben wir jetzt nichts mehr. Dann können wir eigentlich raten beenden. Denkst du nicht, dass das Tresor, also das Buch nicht realistisch ist für eine Wohnung? Ja, naja, kannst du ein Buch jetzt nur in der Wohnung haben? Kannst du eine Heizung nur in der Wohnung haben? Schulgebäuden haben auch Wohnungen. Sessel sind auch zum Beispiel in Country Clubs, was nicht Wohnungen sind. Toaster sind in Großküchen, was keine Wohnungen für sind. Warum hat Dalu alles markiert? Ich habe einmal weggeguckt. Warum hat Dalu alles markiert? Das sind die Heizanlagen. Die Heizkörper selber sind ja auch in den Wohnungen. Anleihen. Die Heizung besteht ja aus Heizkörper und aus Heizanlagen. Skippen, aber ich würde Buch zumindest behalten. Nö. Ja, ich würde Buch sogar anklicken.
Auch wenn es jetzt einfach, wenn du es, aber du musst es anklicken, weil wenn es falsch ist, das war dein Ding. Nee, ich hätte gesagt, ich würde skippen. Wie, du würdest skippen, ne? Ja, guck mal. Skippen, Alter, hä? Lebkuchen, Herzi für Weihnachten, für Schrift, für Blech. Wow. Smaggy, du machst das. Wir belieben. Es tut mir ein bisschen leid. Ich habe noch heute gegen das Fell gestreichelt. Lebkuchenherzen, nice, Lametta. Oh, jetzt geht's los. Ja. Weihnachten. Holla, Michi, was geht? Wir haben immer ein Problem. Lebkuchen. Lebkuchenherzen sind ein Gebäck, können also auf dem Backblech gemacht werden. Lametta gehört zu Weihnachten, Weihnachten gehört zum Lebkuchenherz genauso dazu. Also Weihnachten ist ja das, was zwei Monate, nachdem die ersten Lebkuchenherzen im Supermarkt sind, irgendwann mal stattfindet. Deswegen verbindet man es damit. Und Advent ist halt auch Weihnachtszeit. Advent ist aber nicht so nah dran wie Weihnachten. Für mich wäre Weihnachten Blech Lametta in der Reihenfolge wahrscheinlicher oder Weihnachten Lametta Blech als aber Advent. Warum? Advent wäre mein viertes, was so ein Warum nehme ich nicht Lebkuchen, sondern Lebkuchenherz, Leute? Verstehst du, was ich meine? Denkt über das Wort nach. Ja. Ja, egal, die geben Fick drauf. Also starten wir mit Weihnachten? Ja, ja, Weihnachten würde... Ja, nee, ich würde Weihnachten oder Advent. Ich würde erstmal, sollen wir nicht erstmal die anderen beiden nehmen? Also erst Blech Lametta? Ja. Boah, wenn Lametta dann würde ich Blech als erstes nehmen, weil Lametta ist das, was zu Weihnachten und Advent beiden gehört. Ja. Lametta jetzt schwarz. Okay, also Blech? Ja. Nice. Was soll man als nächstes nehmen? Ach so, war Unterwort. Spaghetti, sehr gut. Ich dachte, wir hätten verloren. Geiler! Weißt du, ich trash-talk ihn, aber vertraue ihm beim Wort. Du liegst auf das Wort und denkst erstmal das Gegnerwort. Okay, komm, dann nehme ich jetzt auch mal hier was. Ja. Lametta. Klasse. Ich wusste, Lametta ist falsch. Das ist so eine Scheiße gewesen. Was war Lametta für eine Kacke? Meine Güte! Ich hab ja Lebkuchenherzen, nicht Lebkuchen. Lametta, Mann, hör doch nicht auf Katze. Ja, es gibt das ein oder andere Problem in der Gesamtsituation gerade. Auch zusätzlich nämlich, dass wir die Möglichkeit haben, dass es ein aufgeschlossenes Wort sein könnte. Also Leb ist ja Leben, könnte man theoretisch auch mit irgendwas grundsätzlichen Lebendigen sehen. Ein Pilot, ja, und da steht ja auch Kuchen. Ne? Also ihr könnt ja, Kuchen kann Ausflug auch ein Kuchen. Warum frontest du denn jetzt den armen Baloui? Der weiß doch gar nicht, was er tut. Ja, und das Herz ist auch noch mit drin, ne? Boah, das Herz Faro ist, halt Faro ist da. Herzen gibt halt echt eine Menge. Die sind übrigens auch gar nicht so billig, wie man denkt. Das ich glaub, Herz könnte zu Elle passen. Auf dem Schwarm gibt ein Herztransplantat, glaube ich, 80.000 bis 90.000 US-Dollar. Also warum, du zahlst macht ihr denn das Lebkuchenherz? Weißt du, er hätte ja auch nur Lebkuchen nehmen können, ne? Ja, das ist wahrscheinlich, weil er Lebkuchenherz die Zeit... Ich weiß es nicht. Das Herz ist deswegen drin, weil er halt irgendwas anderes noch mit dabei hat. Wegen der Elle? Du meinst, weil es zum Körper? Weihnachtsmann. Doch, finde ich gut. Elle finde ich gut. Wo haben die Elle gefunden? Ach nein! Also ganz außerhalb davon, Terste, wusstest du, dass ich mittlerweile Gymgänger bin? Oh, sehr stark, ja. Ja, ja. Erzähl mal. Warte mal, was? Ja, ich bin seit jede Woche eine Flasche Wodka. Welche Proteinshakes? Gibt es jeden Tag Proteinshakes? Und was drückst du auf der Bank, ist die zweite Frage. Ja, das ist die nächste Frage. Die Standardfragen. Ja, ist doch schön. Ist doch schön. Ich hoffe, du hast Spaß. Absolut, ich sitze da nur im Kreis mit irgendwelchen Rentnern, die mich blöd angucken, wenn ich die Maschine sofort freimache. Zeichensprache? Machst du so Kurse? Ja, Zeichensprache nee, sehe ich, aber es steht mehr. Zeichnen da, das ist okay. Ein Unterschied. Ja, und wir sind hier kleinlich. Zeichnen. Schattierungen? Schatten? Hafen. Es gibt bestimmt zum Zeichnen auch Anleitungen. Es gibt Anleitungen zum Zeichnen, um Zeichnen zu lernen. Ja, ja, ich hab Kackwörter, Bruder. Vor allem, das Problem ist nicht nur meine Wörter, sondern meine Wortkombination zu dem Rest. Ich verstehe, aber ich würde den Stretch verstehen, wenn es halt... Ja, quasi... Könnte schon verstehen, warum man es nimmt. Aber ich Marker... Ja, so eine Elle, die Leute, die Zeichnen üben... Die malen immer Hände und Arme und so und Bodies und machen immer so viel Kreise und ja, verbinden. Ja, aber guck mal, die nehmen Elle doch gleich eh. Die anderen nehmen das doch wegen Herz. Ja, ich habe überlegt, Terzo Hafen und Graben mit der Marine zu verbinden. Ich finde das mega geil. Weil die Marine
eine Dings ist. Also ja, ich glaube nicht. Ich denke, Marker ist halt safe. Ja. Ne? So. Militäreinrichtung, ja das kann man das so sagen? Zum Zeichnen. Vielleicht kommt man da auf den Graben und die Marine ist halt auf Wasser. So. Vielleicht den Hafen. EA Sports, it's Schindel Game. Hubschrauber zeichnen, einen Graben zeichnen. Man kann alles hier zeichnen. Man kann einen Verlag zeichnen. Du kannst alles zeichnen. Tja. Die werden aber auch eine Anleitung zum Zeichnen. Wäre schon geil, wenn wir beides finden. Also ich fände auf jeden Fall Schatten, ehrlich gesagt, sogar geiler. Weil das gehört noch so richtig zum Zeichnen. Wenn Schatten richtig ist, nehmen wir dann noch Anleitung? Oder Stugi. Anleitung und alles andere. Also Elle können wir auch nehmen. Okay. Aber es war so gut. War kacke, meins war gut. Boom. Du hast aber meins gesagt, kannst du verstehen. Ja, weil Zeichnen, man lernt. Man lernt dann immer so eine Anleitung, so wie man Hände malt und so. Mir muss das ja nicht erklären. Auf jeden Fall, dann ist es Elle. Weil die Elle, man malt, immer so hier alles. Nee, dann kommen die auf Geheimnis. Alles eure Scheiße. Außer er meint wirklich doch Zeichensprache, aber... Dann hätte er nicht Zeichen. Ja, aber doch, jedes Wort fickt mich. Ne? Als Stretch. Da kommen die Safe of Geheimnis beim One Piece. Das ist so Baluis Handwerk. Wenn es kommt darauf an, wie weit Baluis dahingehend begabt ist. Es gibt auch eine Art der Schrift, die gezeichnet wird. Ja, und zwar Kalligrafie. Das ist schon allein schon, weil du so daran denkst. Ist schon kennt nicht ihr den Zeichenpilot? Mal for real? Also es gibt ja Schreibpiloten, um zum Beispiel das normale Schreiben von Buchstaben zu lernen. Es gibt Zeichenpiloten, die geometrische Formen und Perspektiven darstellen. Also es wäre auch möglich, vor allem weil Miri halt, also seine Frau ja auch mit Zeichnen zu tun hat und meine Witze dadurch automatisch als Sabotage gesehen werden, würde ich dann dementsprechend euch den Zeichenpilot nahelegen, damit ihr niemals auf Pilot klickt. Okay, danke, tschüss. Aber wir haben Hubschrauber und Pilot, warum würde er uns dann sowas wie Zeichnen vielleicht, weil es nicht Hubschrauber, ja, weil der Zeichenpilot existiert, aber kein Zeichenhubschrauber. Kann man Chemieunterricht schreiben oder sind das zwei Wörter? Ja, du kannst einen Hubschrauber zeichnen, aber ein Zeichenpilot ist ein Zeichenpilot und ein gezeichneter Hubschrauber ist ein gezeichneter Hubschrauber. Chemieunterricht. Ich glaube, Pilot ist das schwarze Wort. Ist das ein Wort? Ja, ne? Auf gar keinen Fall jemals anklicken. Mein Chemieunterricht ist dieser komische mit dem Bleistift gezeichnete SpongeBob-Verschnitt, aber trotz alledem solltet ihr da definitiv Pilot klicken. Verlag für die Bücher. Auf gar keinen Fall. Ich will jetzt so weit weg vom Pilot, also ich könnte auf Spange. Das kann ich nicht sagen. Irgendwie für eine Zange oder so. Ich probiere es einfach mal aus. Ich könnte mich jetzt noch auf Pilot bringen, selbst wenn er uns das Wort Tole bringt. Der Chemieunterricht, richt, Säure. Ey, guck mal, Katze an der Stelle. Säure, falsch. Wenn du das Wort Chemie hörst, denkst du dann direkt an Physik? Nein, Chemie ist für mich die Komponenten unseres Universums. Physik ist für mich, warum die Komponenten nach unten fallen. Dankeschön. Schlecht. Bitte. Sprache wegen des Unterrichts, ja. Ja, wieso denn Chemie? Naja, weil Säure. Gesagt, weil er auf Säure oder so, ja. Unterricht für Saturn, Schrift, und Sprache, Säure Saturn für Chemie. Nicht. Saturn ist leider nicht das, nee. Oh, Chemie, das ist ein kleiner Stretch, aber die Pest selber ist eine Krankheit gewesen und eine Krankheit heilt man theoretisch durch Biologie. Biologie und Chemie gehen halt an den Hand. Ja, also so Arzneimittel und sowas, pharmazeutische Sachen sind ja grundsätzlich halt eben chemische Komponenten, die zusammengesetzt werden. Nee, ich glaube, der will einfach jetzt vier Begriffe gibt er uns, weil wir gerade verkackt haben und uns zwei vom Lebkuchenherz fehlen und jetzt will er halt Säure und Sprache oder so will er haben. Okay. Deshalb gibt er uns vier. Und die Elle noch von dir, oder was? Das Herr, nee, also ich denke, was hatten wir denn gerade? Weihnachten oder Advent, ne? Aber ich weiß Weihnachten, ob... Advent wäre noch drin gewesen. Wobei die Adventszeit eine längere Zeitspanne für die Lebkuchenherzen wären. Weihnachten ist nur ein Tag. Also ich würde den Advent bevorzugen. Man sagt trotzdem noch Weihnachtszeit dazu. Ja, das hab ich auch schon gesagt gehabt. Aber Advent ist nochmal die näher liegende Zeit. Oder die fickt also mich komplett. Säure und Sprache. Und wenn da noch passt, Advent oder Weihnachten, oder? Ja, warte aber mal, die Schrift ist doch bei der Chemie als Unterricht naheliegender als die Sprache. Schrift ist doch naheliegender. Ich glaube, der Unterricht ist sogar eher die Sprache als die Schrift, weil im Unterricht selber wird dir ja ein Vortrag gehalten. So doof. Sonst wird er irgendwie Chemieklausur oder sowas machen. Ja, wahrscheinlich. Obwohl Chemieklausuren, ich hatte nicht Chemie, ich hatte damals ein Verbundsfach, wo du dann theoretisch gelernt hast, wie dein Auge aufgebaut ist, warum das Auge runterfällt und vielleicht hast du irgendwann drin noch so, oh, bitte pinkelt nicht in irgendwelche Bleiche.
Das waren so die einzigen Dinge, die du gehört hast. Ich hatte in der Uni ja die Chemie. Das, boah, das war geistkrank. Also ich klicke auf Säure. So. Sind wir uns für die Sprache einig, Terste? Ich sehe Sprache eher als Schrift, ja, bin ich ehrlich. Glaube ich, ja, glaube ich auch. Und dann Weihnachten. Die Sprache war es nicht. Weihnachten oder Advent, ja. Oh, Junge. Was meinte er mit Unterricht? Hey. Vielleicht Malui, wirklich dann wir das 50-50 zwischen Schrift. Du musst nur zwei Worte machen. Wir wissen alle. Das FBI. Federal Bureau of Investigations. Hubschrauber. Geheimnis. True. Das wäre aber die CIA. FBI naja, hat nee, kein Geheimdienst. FBI Open Up, baby. Dieses FBI Open Up vom Hubschrauber abseilen ist safe. Ich habe übrigens heute für die Among Us Runden was Nices für euch, ne? Blau, die war ja selber was richtig Nices geben. Es gibt eine Beta mit einer richtig geilen Änderung. Und ich sag jetzt, seid hyped. Elle war noch zeichnen. Wir haben noch ein Wort von zeichnen übrig, denn das war garantiert nicht Geheimnis oder Hubschrauber. Warum könnt ihr jetzt nochmal machen? Was passt hier zu zeichnen noch außer Elle? Also. Aber würdest du die Leute sagen, wie so, also willst du es riskieren und wir verlieren vielleicht oder willst du safe machen und wir warten? Wir haben 6 Wörter, wir können richtig naja, riskieren. Das ist jetzt blau. Wenn schwarz ist, hätten wir halt verloren. Ah, what are the odds? Wir sind am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 zu 12. Okay, du sagst Elle. Ja. Man zeichnet mit dem Unterarm. Ja, nicht zeichnen mit dem Unterarm, sondern was unter das Gliedmaßen zeichnen. Ja, oder schon jeder beide. Also du zeichnest ja auch mit dem Arm, ne? Also zeichnest ja auch mit dem Arm. Ja, eben. Du hast den L, der legst du so ab oder. Ja, genau. Schuh auch. Ja, ja. Das ja, ja. Es passt einfach auf 1700 verschiedene Arten und Weisen. Okay. Und alles andere nicht. Ja. Gut. Gut. Warum macht safe wir's jetzt? Hier gibt's mir noch die Chance. Dann machen wir das. Dann machen wir das jetzt. Dann jetzt traut euch sowieso nicht. Traut euch sowieso nicht. Jetzt einfach du drückst jetzt einfach drauf. Du musst ihr beendet jetzt. Linkslich auf den Finger. Eure Runde okay. Beendet ihr jetzt. Das ist das Wort. Fuck. Oh, die Pest bei Chemie. Holy shit. Die Pest. Also, darf ich sein und sag mal, man merkt, dass ihr echt zu jung seid. Elle ist eine Maßeinheit. Hab ich auch gerade gesagt. Ich hab gesagt, nicht zum Malen. Ich habe beides gesagt. Quatsch, Klör, Magdalena. Ja, aber das war beim Zeichnen, weil es eine Maßeinheit zum Zeichnen auch und ist. Und war's richtig? Aber alles andere war vollkommen richtig. Alles richtig. Aber gemacht. Hattest du denn trotzdem an die Elle an sich gedacht, unabhängig von der Maßeinheit, dass das hier auch passt? Passt ja trotzdem zum Zeichnen. Nee, ja hab ich so nicht. Aber man kann ja alles malen. Deswegen habe ich das nicht da reingemacht. Zeichenpiloten ja nicht auf dem Schirm gehabt. Gibt das hätte ich jetzt nicht gedacht. Chemieunterricht 4, was war es denn? Schrift? Und weiter? Weihnachten, oder? Gute Runde, ihr beiden. Na, ich glaube, Weihnachten, aber. Oh, guck mal, Advent war es sogar gar nicht. Was war denn da noch mit Lebkuchenherz? Lebkuchenherze, die haben ja immer eine Geschichte zu. Weihnachten. Ach so. Ja, ja, doch, sorry. Blech, ja, diese, Weihnachten und? Ich hab nicht diese kleinen Herzen gemeint, sondern einfach diese großen, die man immer, keine Ahnung, so, auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann. Und sowas, ja, da ist immer ein Schriftzug. Da ist immer ein Schriftzug drauf. Ach du Scheiße, Smeggy. Ja, ja. Aber Advent und Lametta ist grau und du sagst so, ich geh trotzdem mal für so ein richtig Da bin ich ehrlich, bei Lebkuchenherz hätte ich es denken müssen. Lebkuchenherzen wäre ja dem mehr Plural gewesen. Da stimmt, doch. Jetzt hatte ich nicht auf dem Schirm, sorry. Ja, also, nee, alles gut. Also, gut aber Chemie Wörter, und Pest war nicht Maulterste. Vor allem, du hast es doch gesagt, warum nimmt der Lebkuchenherz? Bist aber deiner eigenen Idee gar nicht weiter gefolgt, Bruder. Und ein Rat. Naja, Weihnachten und Advent hätte ich aber trotzdem gedacht. Ich glaube, ich hätte wirklich, also ich glaube, wenn die weiter geraten hätten, wären die nochmal halt auf Advent gegangen, bevor die Schrift genommen hätten. Nein, Weihnachten war ja auch mit drin. Schrift war halt, also anstatt Advent ja, wäre das schon. Du aber Weihnachten noch hast, aber Advent. Advent ja, ja. Deshalb habe ich auch versucht, danach irgendwie auf Chemieunterricht zu gehen. Das war halt Säure, dann wieder Schrift. Vielleicht wegen Bücher wären die auf Verlag gekommen. Und tatsächlich sprang einfach so ein Wild Guest, wo ich gehofft habe, dass sie es einfach mal anklicken wegen wilde Chemieversuche und so. Ne? Ja, ja. Oder, Spiels, Maggie. Gute Tipps oder die wollten Elle nehmen. Die wollten Elle nehmen, ich hab also das Ding. Ich hatte das Ding gehofft, dass die Elle nehmen, ja, wegen Herz. Ich fand das gut, ich wollte, dass der Erste das nimmt. Dass das Ding gegessen wird.